Baum für die Lenk, Herr Baum. Merci, Herr Präsident. Spätestens zunter den Erfahrungen von der ungekennischten kopernikanischen Revolution von dieser Regierung an der Budgetpolitik wissen wir, dass ganz dags hundert heichstrabenden Begriffe nun je nennen wir eine solide Portion warme Luft stößt. Oder vielmehr Business as usual, aber besonders im Fall von industriellen Revolutionen Business. So auch bei der dritten industriellen Revolution, die die Regierung Lauf für sich entdeckt hat und in Anspruch hält. Wenn man sich den Rifkin-Rapport durchliest, dann steht es auf ganz viel Gewusstnis, ein Ritsch Widerspruch und natürlich auch ein Party interessant und fortschrittlich neu aussetzt. Für die Eng ist es ein holistisch, also transversal und ein übergreifender Approach. Für andere als den Toolbox und Denkausstehs, aus deren sich nur Belieben an Interessenslag servieren kann. Und daran besteht an Eisenhorn die größte Schwäche von diesem Rapport. Es kann nicht vieles, als ein Gegenteil durch unser Machen. Wir führen allem gehen zentral frohen, die Zukunft in unserem Land betreffen, entweder überhaupt nicht oder just überflächlich an dem Rand behandelt. Das Ganze angepackt an einen euphorisierenden Diskurs, den die Veränderungsprozesse, die schon lange am Gang sind, als neuen revolutionären Moment herstilisieren. Die dritte industrielle Revolution als nichts Neues. Mit dem Prozess, den in den Begriffen Digitalisierung und Automatisierung schon seit der Jahrzehnten wirksam, also schon seit der Jahrzehnte gesellschaftlich und ökonomisch Transformationen mit sich bringt. Ich für meinen persönlichen Teil wo mal ganz klar zu behaupten, dass ich ein Kampf von dieser dritten Revolution, industriellen Revolution sind. Als ganz Jungen hatte ich schon einen Computer, wie ich auch Premier war, ein Handy und als Student war für mich den Internet an das Benutzen vom Internet zum Alltag gehen als Erbischtsinstrument. Wie wird also Frieden sich beauftragt Regierung Loh an den 2010er Jahren, ein amerikanischer Futurolog, mit einem Projekt, den den Ursprung hat, als Lützeburg, Zitat, die erste Nation von der dritten industriellen Revolution zu machen. Also eine Revolution, die schon über eine ganze Generation am Gang ist. Und ich denke, dass ein Teil von der Antwort daran besteht, dass bis Loh alle industriellen Revolutionen für drun enorm Produktivkräfte freigesetzt haben und zu enormen Produktivitätsgewinner gefördert haben. Man immer Männer menschlicher Arbeit kommt immer mehr Wuren an Dienstleistungen produziert gehen. Dafür ist die Aussicht auf eine industrielle Revolution für Besitzer von Kapital immens lacklich, weil sie versprechen, ob wesentlich mehr große Profitmargen an sich bricht. Und dafür ist doch nicht mehr Konsequenz, dass sie in der Form von der Chambre de Commerce diese Tüte zusammen mit dem Wirtschaftsminister mitfinanziert tun. Weil das ist ein Ausgangspunkt vom TIR. Das ist der Versuch von den dominierenden Wirtschaftskreisen am Land, die Herausforderungen von den ökologischen Kontrahenten, dem Klimawandel an der Ressourcenknappheit am Kontext von einer entgrenzten internationalen Kompetition von Jitverengem gegen Jitveren, ob die für sie profitabelst erderweise zu lesen. Aber weil Kapitalinteressen am Rifkin-Prozess dominieren, hat er noch an aller erster Linie eine ökonomische Ausrichtung. Das ist also teilweise am Tischrapport nach mehr deutlich gehen wie am ursprünglichen Text. Er versucht, eine batternädische Diskussion über diesen Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell zu ersetzen durch eine einseitige Fokussierung auf technologische Innovation. Am Platz den technischen Fortschritt zu enkadrieren und zu gestalten, wirkt es, wie wenn es zum Selbstzweck geht, dem sich eine Gesellschaft zu fügen hat. Die zentrale These besteht daran, dass er den eigentlich just Vitesse von denen Prozessen, die schon lange am Gang sind, akzelerieren muss, für zur Lösung von den Problemen zu kommen. Das natürlich an einen gewissen Sinn kommt, weil es nicht fundamentales andere braucht, mir eigentlich just Gas zu gehen, an das als Solution Miracle. Dieser Approach führt natürlich zur Konsequenz der zentralen Probleme, die überhaupt nicht thematisiert werden. Angefangen bei der zentralen Frage vom Wachstum. Also Wachstumsmodell geht
nicht prinzipiell auf Frage gestellt habe, das tun wir schon los nach Pumol hören, mehr sollen mehr qualitativ gehen. Das heißt, Informations- und Kommunikationstechnologien sollen mehr effizient genutzt gehen, genauso wie die Energie und Mobilität. Und der Schlüssel dafür, sieht der Riffgen, als Digitalisierung, die zu neuen Produktivitätsgewinnen feiern soll. Natürlich kann ich nicht dagegen tun, weil Produktionsprozesse und Dienstleistungen mehr sinnvoll organisiert gehen. Das Problem ist, dass doch schon die vierrecht industrielle Revolutionen dazu gefördert haben, dass trotz einer mehr effizienter Nutzung von Ressourcen nach der Produktion insgesamt an die Blut gegangen als an Dummer oder auch der Verbrauch von Ressourcen. Weil Ressourcen mehr effizient nutzen, bedeutet am Kapitalismus nicht automatisch mehr Ressourcen verbrauchen. Aber das wäre aber die Herausforderung von einer wirklichen, nachhaltigen Entwicklung. Überhaupt spielen Ressourcen am Strategiepapier ein innergehendes Rolle. Die Frage ist nicht abgeworfen, wo dann all die natürlichen Ressourcen, die für die weitere Digitalisierung gebraucht werden, sollen hier kommen. Wo kommen dann seltene Erden hier, die wir brauchen für unseren 3D-Drucker, unseren Handy oder für die Batterien von unseren Elektroautos? Als schon gut nicht thematisiert wird, dass genau diese Ressourcen Anlass sind für geostrategische Verdehlungskämpfe, für Bürgerkriege, Umweltzerstörungen und dadurch auch die Ursache ist, für was Millionen von Leuten führen diese Kriege flüchten. Gut nicht zu schwätzen über die teilweise unmenschliche Konditionen, in denen das Metalle aufgebaut gehen. Das Frohen tauchen einfach nicht ab. Ich denke, dass sich an Strategie per Bayer es sich ein bisschen zu einfach gemäht wird. Lützeburg hat den Heinz den Eindruck, der wird durchgestellt wie eine Insel, an der es lauter Prosumer Teil von einer großen Sharing Economy sind, an der jeder in jeder Zeit gleichzeitig vermeintlich Produzent und Konsument ist. Und auch wenn das keine wirklich neue Idee ist, wird sie an dem heutigen Modell auf die Spitze getrieben. Am Plan sie wird die Sozialkonsequenzen von der Monetarisierung von den zwischenmenschlichen Relationen an der neuen Sharing Economy zu schwätzen, gut beim Rifkin proposiert, den Menschen allgo eine TVA-Nummer zu gehen, weil alle Menschen zum Prosumer, also zum kommerziellen Unternehmer gehen. Was für eine Vorstellung vom Mensch stößt du da handelt? Rifkin beschreibt sie selber. Der Kapitalismus, sieht der Rifkin, kriegt einen kleinen Bruder, und das ist Sharing Economy. An andere wieder, nachdem es das Salari am klassischen Lohnverhältnis geschafft wird, geht er heim, er spielt du danach liberalen Unternehmer. Hier gibt es quasi eine Sorte von liberaler Anthropologie entwickelt. Herr Präsident, für uns Land wichtig Zukunftsherausforderungen, die wir heute, los schon am Alltag erleben, bleiben aber am Wagen. Der Tatsache, dass bei Talschen vom Salariat zu Lützeburg nicht zu Lützeburg wohnt, wird kaum Rechnung gedrohen. Es geht auch nicht dem demisurierten Gewicht von der Finanzplatz und der ökonomischen Aufhängigkeit von den Akteuren von der Finanzplatz Rechnung gedrohen. Und auch das Sujet Wunnen wird an aller erster Linie durchgestellt als Möglichkeit von zukünftigen Investitionen. Und die Sozialdimension, die darunter gebunden ist, wird kaum annimmt. Überhaupt sind die Sozialfrohen komplett marginalisiert. Wie gesagt, der Arbeitswelt und der Arbeitsorganisation von mehr raus. Wie geht der Arbeit verdeelt? Was geschieht mit unseren solidarischen Sozialversicherungssystemen? Was geschieht für alle mit denen, die nicht mitteilen können am Riffgensinger Welt? Mit den Prekären, mit der Entwicklung vom Schomers? Wie eine Auswirkung nicht dieses Modell auf die Wurzeln Inegalitäten an unserer Gesellschaft? Aber für alle, wem gehört das Welt? Die Leute, die an hier leben? Oder pure Multinationalen und Superreiche, die immer weiter Kapital am Markt akkumulieren. Ein paar Leute haben heute schon so viel Besitz wie die Innenstalschen von der Welt. Und zuhören 8 Leute besitzen so viel wie 3,5 Milliarden. Und auch zu Lützeburg klammern an den letzten Jahren die Inegalitäten weiter. Aber all die Frauen, die aber zentral sind an der Evolution, am Zeichnen von einer Zukunftsperspektive, gehen die keine Antworten angeboten. All das essentiell Verdehlungsfrohen, die Ursache sind von so viel menschlichem Misere an immer neue Krise provoziert, die gar nicht durchgeschwert. Aber was ist das dann für ein Zukunftsmodell? Was ist das für eine Revolution, die das Realitäten ausblendet? Eine von den großen Stärken vom Rifkin-Prozess
sollte ursprünglich die Partizipativbedeligung sein, von der auch für Drunheim so viel geschwärt gehen hat. Aber nach 24 Wochen haben wir in der Chambre am Hearing als müssen anlauschen, dass es mit der gesellschaftlichen Bedeligung nicht terribel weit hier war. Am Anfang waren Vertreter vom Salariat, die überhaupt nicht mehr da gebunden, und dann an der zweiten Phase, die auf diesen Tischrapport gesteuert ist, und andere Bericht, dass zum Teil bald kaum Reunionen stattfanden, aber wann, dass es kaum zu großen inhaltlichen Diskussionen kam. Als Bottom-up gesagt ernst aus. Und noch mit der holistischen und transversalen Approche wird es fern gehappert, wenn zum Beispiel die Vertreter von der Caritas versichten, die Sozialdimension von Problematiken mit anzubringen, als ihnen einfach gesucht gehen, sie führen am falschen Erbesgrupp. Es konnte nur der Audition an der Chambre den Eindruck kriegen, dass es viel echter eine Simulation von Partizipation wäre, wie eine wirkliche Bedeligung von der breiten Zivilgesellschaft. Und ich muss es so, und beim Hearing sind ich bald vom Stuhl gefallen, weil die Präsidentin von der Datenschutzkommission gesagt hat, dass sie als Institution praktisch nicht mit angebunden wäre und dass sie sogar die pure Seiten am Tischrapport nicht gut. Dabei sind doch Dummien am Rifkin-Singer-Welt das neue Kapital. Daten sind der Schlüssel für die Steigerung von der Wertschöpfung, so als es auch am Tischbericht über den TIR erklärt. Und gleichzeitig ein ganz sensibel Mathe, die Persönlichkeits- und Selbstbestimmungsrechte von der Bürger direkt betrifft. Die Zentralfrage von der Datenproblematik ist, gibt es überhaupt ein Equilibrium zwischen dem Besitz, der Nutzung, der Kontrolle oder dem Verkauf von Daten, die eine maximale Wertschöpfung für Unternehmen ermöglichen, einerseits, und andererseits dem Schutz von den Daten in der Privatsphäre an der informationellen Selbstbestimmung von den Leuten. Das neue Reglement über den Datenschutz von der EU probiert diesen Equilibrium zu finden. Am Reglement, das im Mai 2013 auch für Lützburg in Kraft treten wird, stehen noch eine Reihe Vorschriften dran, die an einer Welt, wie sie an der TIR-Etude und Wand projiziert wird, auf ihre Grenze gestoßen. Wenn den Opt-in, also der Consentement explizit für die Speicherung und Nutzung von Daten, bis obligatorisch ist, wie soll dann die ganze Smart Economy ausgesehen und generalisiert gehen? Und was wird da geoffert gehen? Ein Teil vom Profit oder trägt ob informationelle Selbstbestimmung von den Leuten? Neben diesen objektiven Mängeln an offenen und unbeantworteten Fragen verhält die Regierung sich meiner Meinung nach aber auch an Kontradiktionen und Inkohärenzen. Zum Beispiel Landwirtschaft. Mit dem Fokus auf die sogenannten Smart Agriculture kann die Thematik vom Schutz und von der Kontrolle von Daten eine potenziell gefährliche Entwicklung erleben. Die strategische Etude behandelt eine ganz Reihe interessanter Aussätze, zum Beispiel Transition hin zu 100% Bio, Förderung vom Gemüsebau am urbanen Raum oder die Unterstützung von der Community Supported Agriculture. Das sind interessante Ideen, die eine mehr ökologische Landwirtschaft geben, bedeutet nur noch den Mensch an den Mittelpunkt stellt, der mit eigenem Engagement an einer Kooperation mit anderen lokalen Kreisläufen abbaut. Das ist höchst interessant. Es ist aber der Konträr von dem, was ich gerade so, was an den Tischberichten abtaucht. Ökologie und Bio sind nicht mehr erwähnt. Urban Gardening und kleinen Kreisläufen, vergiss. Der Fokus liegt auf einer Intensivierung mit Hilfe von der sogenannten Smart Agriculture, also techno-wissenschaftliche Lesungen, an denen der Mensch, der Bauer mit seinen Erfahrungen und Kompetenzen kaum mehr eine Rolle spielt. Wir haben selbstverständlich kein Problem damit, dass technische Entwicklungen an der Landwirtschaft angesagt gehen. Das ist auch schon lange der Fall. Bedingung dafür muss aber sein, dass dieser Fortschritt bei den Leuten, die an der Landwirtschaft arbeiten, an den Konsumenten von den Produkten gleichzeitig erkennt. Und das ist mit dem, was heute ungedurcht wird, aber nicht der Fall. Ganz ähnlich als es bei der Energiestrategie. Das wissen wir schon lange, dass wir auf 100% erneuerbare Energie hinsteuern müssten. Und dafür hat man kein Herr Rifkin Gebrauch. Technik existiert schon lange. Viele Länder sind auch, du weinst, schon viel mehr weit. Als schwächt bei erneuerbaren Energien, also auch darauf zurückzuführen, dass der zuständige Minister lange Zeit wenig begeistert war, für sie mehr zu fördern. 2012, wo der gemeint Solarmodule wären noch zu teuer, dürfen soll die noch werden, bis in die mehr konsequent umgeht. Und 4 Jahre mehr spät, Herr Schneider, 4 Jahre mehr spät, entdeckt der Solarmodule rum. B-Mol wird festgestellt, dass schon viel Platz auf dem Dach ist, und dabei sind Preise von diesen Modulen, also der Kostenfaktor,
respektiv Solarstromleistung pro investierten Euro seit 2012 quasi stabil blieben, er just minimal gefallen. Ein weiterer Punkt betrifft Dezentralisierung von der Energieproduktion, die wir natürlich unterstützen und interessant fanden. Aber wie soll man mit einem Energiesystem, der auf kleinen Produktionsunitäten basiert, zum Beispiel ein Datacenter von Google approvisionieren, den 2 bis 3 Mal mehr Stromwert brauchen, wie all die Lützebäuer Städte zusammen? Und welchen Impact hat so ein Datacenter auf als Stromnetz? Strukturieren so Energiefresser nicht eigentlich Netz sowieso und holen einen großen Teil von unserem Handlungsspielraum? Wie wäre es, wie ArcelorMittal gefroht wird, für eine direkte U-Bahnung zu kriegen und Stromnetz und Atomstromnetz von Cattenau? Wenn ihr in diesem Problem weiterdenkt, da fragt ihr sich natürlich, auch wie überhaupt den Hardware- und Energiebedarf vom Internet of Things mit dem gigantischen Datenvolumen, die stockiert und transferiert wird, permanent aufgerufen muss können gehen, befriedigt kann gehen. Das ist ein Problem am Kader von der erneuerbaren Energieproduktion, mir auch was der Ressourcenbedarf angeht. Besonders auch die Frage vom Aufbau, der Nutzung und dem Recyclage war möglich von raren Metallen als halt krozial, mit Zeit hier drauf anzugehen, hundisch lohnt. Herr Präsident, ich habe euch bewusst 2 Beispiele, 2 Elemente aus der Refgenitude geholt, die mir prinzipiell absolut begrüßen, nämlich die Orientierung auf 100% biologische Landwirtschaft und erneuerbare Energieproduktion. Wir stellen fest, dass die Regierung sie bislang nicht formal als Ziel festgeschrieben hat, und dürfen handelt auch nicht dementsprechend, aber wir fanden, dass das inkohärent ist. Herr Präsident, wir denken, dass in all das Frohen unbedingt weiter kreisieren muss, und zwar mit allen Leuten auf Grundlage von einer breiter gesellschaftlicher Debatte. Wir meinen, dass den Dörfer keine Rifkin als Ausgangspunkt gebraucht hat. Wir meinen, dass als internationale Obligationen am Kader vom Klimaschutz, respektive die UN-Nachhaltigkeitsagenda 2030, hätte müssen den zentralen Kompass sein, für so Reflexionen zu feiern. Aber vielleicht ich möchte dann feststellen, dass man mehr fundamental, aber vielleicht wirklich revolutionär umdenken brauchen, für den Herausforderungen von heute am Main auch wirklich gerecht zu gehen. Merci. Sie da bereit? Das sind die Herr Spatz. Ja.